Willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Heute bei mir zu Gast ein Mann, den Sie alle kennen, Matthias Steiner, Olympiasieger im Gewichtheben trotz Diabetes. Wir wollen sprechen über seinen Kampf gegen die tückische Krankheit und über das traurige Phänomen, dass schon 10 Millionen Deutsche an Diabetes leiden und täglich werden es mehr. Das wirft existenzielle Fragen auf, für die Betroffenen natürlich, aber auch für uns alle. Schauen Sie mal. Zeitbombe Zucker, süß und fettig, eine ständige Verführung. Dazu Bewegungsmangel. Unser modernes Leben wird für immer mehr Menschen zum Verhängnis. Fast 400 Millionen leiden weltweit an Diabetes. Genau wie Star Wars-Regisseur George Lucas und Fußballlegende Diego Maradona. Fakt ist, noch nie gab es so viel Zuckerkranke wie heute. Alle 20 Minuten stirbt ein Diabetiker in Deutschland. Brauchen wir eine nationale Diabetesstrategie? Lässt sich der Zuckerboom stoppen? Und bedeutet die Diagnose das aus? Morgen ist Weltdiabetestag, genau der richtige Moment also, um darüber zu diskutieren. Dazu begrüße ich den Vorsitzenden der Deutschen Diabetesstiftung, Professor Rüdiger Landgraf. Er klagt an, Kantinen und Schulessen sind der Wahnsinn. Würste und Pommes und dann noch ein Brötchen dazu. So verlieren wir den Kampf gegen Diabetes. Dr. Dirk Hochlehnert kritisiert vor allem die Hausärzte. Sie verniedlichen oft die Diagnose, um ihre Patienten zu schonen. Das ist völlig falsch, sagt er. Der heilsame Schock ist meistens der Anfang, Ernährung und Lebensweise wirklich umzustellen. Und nochmal herzlich willkommen, Matthias Steiner, der trotz Diabetes Deutschlands erfolgreichster Gewichtheber wurde. Er kann sich an den Moment der Diagnose noch sehr genau erinnern. Damals dachte er, verdammt, dein schönes Leben ist jetzt vorbei. Matthias Steiner, wie war das damals mit dem schönen Leben, als Sie bekannt gemacht bekamen, dass Sie an Diabetes 1, das ist ja die Form, gegen die man sich nicht wehren kann, weil sie genetisch bedingt ist, erkrankt sind. Wie war das? Naja, also es ist nicht so, dass ich ein Leben wie im alten Rom gelebt habe. Ich war ja schon Sportler und habe sehr bewusst gelebt, aber trotzdem hat man halt manchmal über die Stränge geschlagen und sich nichts dabei gedacht. Der Körper reguliert ja alles von selbst und plötzlich kriegt man die Diagnose. Damals war es schon noch so die Diagnose, halbtot. Und ich kam auch noch mit 18. Wie sind Sie damit klargekommen? Zuerst mal gar nicht. Das große Glück war, dass ich ganz viele Freunde hatte, die mich jeden Tag im Krankenhaus besucht haben. So 20, 25 Leute waren da und nach einer Woche bin ich zum ersten Mal auf dem Hometrainer gegangen und konnte zum ersten Mal fahren und habe gemerkt, hoppala, eigentlich stimmt ja alles. Es ist ja, ich bin fit wie vorher. Das musste man erst selber wieder lernen, dass man merkt, es ist gar nicht so schlimm. Wie fühlt sich eigentlich so ein Zuckerschock an, wenn es einem dann ganz dreckig geht? Können Sie es mal beschreiben? Also wenn es zu tief ist, ja. Wenn eine Unterzuckerung, setzen alle möglichen Funktionen aus. Man kann nicht mehr richtig sprechen, man redet Blödsinn, Schweißausbrüche, was auch immer, man zittert richtig. Wenn es zu hoch ist, fühlt man sich eher träge, man hat so das Gefühl, das Blut wird dicker, alles ist langsamer. Es ist also immer ein Unwohlsein. Gerade als Sportler merkt man es halt noch sensibler. Weil man mit seinem Körper sowieso beschäftigt eng ist. Verbunden ist. Man hat große Ohren, man hört immer rein in den Körper, was stimmt nicht, und als Diabetiker dann eben noch mehr. Herr Dr. Hochlehnert, wie verändert das Erlebnis eines Zuckerschocks, also Überzuckerung, Unterzuckerung, einen Menschen? Also von hohen Zuckerwerten kriegt man natürlich Symptome, wie sie gerade beschrieben worden sind. Muss auf Toilette gehen, viel trinken, Durst. Von niedrigen Zuckerwerten bekommt man Unterzuckerungssymptome, als ob man zu viel Kaffee getrunken hätte. Also sehr, sehr unangenehmes Erlebnis. Beide Situationen sind unfreundlich und konditionieren die Patienten, dass sie sehr vorsichtig mit ihren Sachen umgehen. Das heißt also, jemand, der besonders viel Angst hat vor niedrigen Werten und dieses übertriebene Kaffeegefühl nicht haben möchte, der wird versuchen, die Werte ein bisschen höher zu halten. Und meine Aufgabe als Arzt ist es, das ein bisschen zu vermitteln. Also, dass man nicht so viel Angst vor den niedrigen Werten hat oder vielleicht doch mehr Respekt, wenn der Patient es etwas zu leicht nimmt. Herr Professor Landgraf, das ist vielleicht ein bisschen eine zynische Frage, aber wenn man nicht therapieren würde, wie würde eine solche Erkrankung verlaufen? Also das erleben wir ja auf der ganzen Welt immer noch, weil es die meisten Menschen mit einer Typ-1-Erkrankung immer noch kein Insulin haben. Das ist ohne Insulin kein Leben. Das heißt, ein Typ-1-Diabetiker, der nicht einen Insulinersatz durchführen kann, durch Spritzen, tägliches Spritzen, der wird über kurz oder lang, ein, zwei Jahre vielleicht überleben und dann wird er an dem Insulinmangel sterben. Bei der Typ-2-Erkrankung ist es völlig anders, weil zu Beginn dieser Erkrankung hat der Mensch noch genügend Insulin, aber nicht mehr genügend, um
die Wirkung des Insulins in den Organen wie Leber, Gehirn, Muskulatur, Fettgewebe genügend wirken zu lassen. Das nennt man Insulinresistenz. Die Bauchspeicheldrüse ist nicht in der Lage, diese Bremse zu überspielen und mehr Gas zu geben. Das heißt, es ist ein relativer Mangel, aber den kann man relativ lange aushalten, obgleich das Gefäßsystem in dieser Phase schon erheblich darunter leidet. Und es kommt eher zu anderen Erkrankungen. Es kommt dann bereits zu Erkrankungen, ohne dass man... Genau. Herr Steiner, Sie waren ja Leistungssportler im Grunde länger in Ihrem Leben als was anderes. Genau, also kennen im Grunde den Leistungssport. Das heißt, ich habe mir das mal angelesen, 8000 Kalorien am Tag, 8 Liter Wasser getrunken, Reisen, Wettkampfstress logischerweise. Wie hält man das eigentlich aus als Diabetiker, wenn man ständig auch sozusagen sich selber therapieren muss? Also die 8 Liter Wasser waren vor der Diagnose. Das hat sich dann schon also bei 4-5 Liter eigentlich. Ach so, nur 5 Liter. Ja gut, aber ich habe 145 Kilo gewogen. Im Sommer waren 4 Liter weg nach einem Training. So viel intensiv haben wir trainiert. Also, oder ich war 4 Kilo leichter, sagen wir so. Obwohl ich 2 Liter getrunken habe, war ich dann 2 Kilo leichter. Mit den 8000 Kalorien, das ist bis zu 8000. Also auch nicht immer, sondern nur in den gewissen Trainingsphasen. Das war schon abgestimmt auf das Training. Aber wir haben so viel trainiert. Ich habe relativ wenig Insulin gebraucht. Also der Körper hat gearbeitet, Muskelaufbau. Was bedeutet relativ wenig? Mussten Sie einmal am Tag, zweimal am Tag, einmal alle 14 Tage? Also ich habe keine, muss man sich das vorstellen? Ich hatte keine Pumpentherapie. Das heißt, ich habe Basalinsulin gespritzt, morgens und abends. Die muss man zweimal täglich spritzen. Und dann immer zum Essen dazu. Aber wenn ich jetzt vormittags viel trainiert habe und ich habe einen Teller Spaghetti gegessen, kann es passieren können, dass ich nichts habe spritzen müssen, weil der Körper noch so nachgebrannt hat und ich am Nachmittag ja wieder ins Training bin. Mhm. Also das konnte ich da schon steuern, dass ich da relativ wenig Insulin gebraucht habe. Also man spritzt schon mit einer Regelmäßigkeit, aber dann die Dosen halt viel geringer. Muss jeder Diabetiker eigentlich so diszipliniert leben wie ein Leistungssportler? Das wäre... Nein, das muss er nicht. Ich meine jetzt nicht trainieren, so also dramatisch, so drastisch trainieren, aber einfach Disziplin. Ich glaube, wir müssen immer bei diesen Diskussionen zurechtlegen, ist es eine Typ-1-Erkrankung oder eine Typ-2-Erkrankung. Ja. Wenn es eine Typ-1-Erkrankung ist, ist natürlich ein Hochleistungssportler völlig anders diszipliniert als ein Mensch, der einen Bürojob hat oder Arzt ist mit einem Typ-1-Diabetes. Aber auch die brauchen ein 24-stündiges Feedback für ihre Erkrankung. Sie müssen ständig in sich hineinhören, geht es mir noch gut, wenn es mir nicht gut, ist es eher Unterzuckerung, ist es eher Überzuckerung oder ist es eine ganz andere Geschichte, die nichts mit der Zuckerkrankheit zu tun hat. Aber Bewegung hilft, um kurz einzusagen, hilft auch in jedem Fall. Mhm. Auch beim Typ-2-Diabetiker, wir reden nicht vom Gewichtheben oder sonst, oder Fußballspielen, da kann er dann walken gehen oder was auch immer. Ja. Wenn er jeden Tag oder jeden zweiten Tag mehr als eine halbe Stunde über dem Normalen macht, kann er schon viele Krankheiten vorbeugen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Dann, Herr Dr. Hohledisch, machen wir es doch mal konkret und weg vom Leistungssport und weg auch vom Typ 1 zum Typ 2. Ein Mann, Mitte 40, berufstätig, verheiratet, 2 Kinder, aber doch stark übergewichtig, bekommt die Diagnose Diabetes Typ 2. Wie kann der doch noch hoffnungsfroh in den Tag gehen? Ja, also das ist erstmal eine Riesenchance, weil Sie haben den gerade beschrieben. Das ist jetzt aber ein bisschen, wie soll ich sagen, Schönreden von Ärzten. Nein. Zum Glück bist du krank, du hast jetzt eine Riesenchance. Nee. Gut, dass es beim Arzt ist, oder? Nein. Das ist doch der Punkt. Also wenn die Krankheit jetzt erstmal da ist, kann man ja erstmal nichts machen. Ja. Aber diese Resignation hat keinen Sinn. Das Einzige, was man dann tun kann, ist zu gucken, was sagt mir das jetzt? Und es sagt mir, dass so, wie ich bisher gewirtschaftet habe, das irgendwo nicht so gut war. Und hätte ich das jetzt einfach immer weitergemacht und ich hätte meinen Herzinfarkt und so weiter erlebt, jetzt habe ich aber eine Chance. Ich habe einfach mein Warnsignal bekommen und wenn ich auf das Warnsignal was jetzt reagiere... Was muss jetzt sozusagen geschehen? Klar kommt es darauf an, wie ist es genau, aber im Prinzip... Ja. Also im Prinzip müsste man sich überlegen, ob sein Leben bisher so gelaufen ist, wie es eigentlich gewünscht hat. Und die Motivation zu finden, an etwas zu ändern. So wie sein Leben im Moment läuft, läuft es ja gut. Er hat sich so organisiert, aber es waren Aspekte dabei, die ihm nicht gefallen. Und wenn man das jetzt alles durchkaut, dann wird es dabei Dinge geben, die nicht gut sind, wie das Übergewicht, da kommt man nicht mal in die Schnürsenkel und so weiter. Und dann möchte man was ändern. Und diesen Änderungswillen, den kann durch die Diagnose Diabetes, kann es einen richtigen Schub geben. Und dann kann jemand für den weiteren Verlauf seines Lebens richtig was rausholen. Aber dazu muss man sich ja erstmal klar darüber sein, dass man was wirklich Schlimmes hat. Haben das alle Patienten? Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft die Diabeteserkrankung immer noch stark verniedlicht wird, auch von Spezialisten und auch von Ärzten und der Gesundheitspolitik. Wie kann das sein?
Weil das ein, gerade Typ-2-Erkrankung, ein ganz schleichender Prozess ist, der über Jahre geht und ganz viele, die Dunkelziffer ist sehr hoch und ganz viele erleben ihre Krankheit erst durch eine Komplikation. Herzinfarkt, Schlaganfall, wunde Füße und ähnliches. Und dann merken Sie, da ist irgendwas ganz schief gelaufen, und zwar über viele Jahre. Wenn man sich aber, korrigieren Sie mich, wenn man sich irgendwie einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre einen Blutcheck macht, so einen klassischen Blutcheck, dann werden die Werte doch überprüft, oder? Ja, es gibt diesen Check 35, da wird alle zwei Jahre ab 35. Lebensjahr, das soll jetzt wegfallen, diese Zahl 35, also auch schon früher. Aber der Blutzuckerwert alleine, auch ein nüchtern Wert, schließt nicht eine manifeste Diabeteserkrankung aus. Und okay, deswegen, also das kann gut aussehen und ich habe es aber trotzdem. Genau, das kann gut aussehen, weil es nach dem Essen der Zucker möglicherweise überschießend ist und unter Basalbedingungen, unter nüchtern Bedingungen der Organismus das noch regulieren kann. Was würden Sie sagen, ist das wichtig? Also Bewegung haben Sie schon erwähnt. Ja. Weitere Dinge, wo Sie sagen würden, also das kann man auch wirklich in seinem Leben unterbringen? Bei Typ-2-Diabetes ist das Problem, dass die Ernährung ja meistens schon über Jahre nicht stimmt. Ist nicht bei jedem nur die Ernährung, aber bei vielen. Ich denke, wir müssen auch vorbeugen und müssen anfangen, auch generell über unsere Ernährung nachdenken, auch bei Kindern. Bei Typ 2 ist es natürlich das Problem. Ich bin auch bei der Eigenmotivation, weil die große Chance ist ja, ist beim Arzt. Das sind viele nicht. Viele bleiben unerkannt zu Hause, haben Problemchen und werden halt älter, die klassischen Probleme. Die große Chance ist beim Arzt. Und dann gilt es zu erkennen, was motiviert mich, was mache ich gerne, welchen Sport mache ich gerne. Ich rede nicht von allen Sportarten, sondern was macht mir Spaß oder was kann ich ändern. Und eben auch wirklich das Resümee ziehen, irgendwas in meinem Leben muss ich ändern, was mir nicht so Spaß gemacht hat oder was nicht gepasst hat, was zum Diabetes nicht gepasst hat. Diabetes ist eine ganz, ganz große Sache von Analyse und auch Psychologie. Nicht rein Schulmedizin, weil die Medikamente gibt es auf dem Markt. Nur die müssen richtig eingesetzt werden und der Arzt muss richtig vom Diabetologen betreut werden. Das ist der große Punkt bei Diabetes. Das ist nicht wie bei anderen Krankheiten einfach Tabletten einwerfen und fertig. Es geht mehr um die Betreuung des Patienten und da fehlt es oft an der Zeit. Vielleicht ist es ganz wichtig, dass man nochmal, das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber dass man auch nochmal das an die Wand malt und sich klar macht. 60.000 Diabetikern, sagt man, werden in Deutschland mit dem Fuß amputiert. Wegen des sogenannten diabetischen Fußes. Das ist ja, finde ich, schon eine ziemlich betrübliche, um es charmant zu formulieren, Zahl. Warum schreckt es nicht genug ab? Wissen die Menschen nicht, dass ihnen das im Zweifelsfall droht? Ja, jeder schätzt ab, ob ein Risiko, das ihm droht, für ihn konkret relevant ist oder nicht. Und wenn man dann sagt, ach ja, das sind so Ammenmärchen und vielleicht kommt es bei mir ja gar nicht und noch ist es nicht da, dann kann man sich da ja eine Zeit lang ganz gut mit trösten. Also muss man auch. Man kann ja nicht dauernd mit so einem Damoklesschwert leben. Also schiebt man es weg und irgendwann mal kommen dann die ersten Zeichen. Man spürt von den Füßen nicht mehr alles. Es gibt vielleicht mehr Schwielenbildung und Einblutung in Schwielen und so weiter. Das findet man alles noch harmlos, redet vielleicht von einem Hühnerauge oder so. Und dann geht es immer weiter und letztendlich gibt es Wunden, die dann nicht richtig heilen. Wunden, die nach zwei Wochen nicht geheilt sind oder deutliche Heilungstendenz haben, sind auffällig. Da reagiert man aber nicht so dran, weil die ja nicht wehtun. Das ist der Punkt beim diabetischen Fuß, es tut nicht weh. Damit fehlt das Alarmsignal und die Initiative fehlt. Selbst wenn ein Hausarzt, also Hausarzt ist nicht negativ gemeint, also ein Arzt, der zufällig das betrachtet, der sieht also dann etwas, wo der Patient aber gar nicht alarmistisch reagiert. Und dann denkt man sich, naja gut, wenn so schlimm wird es wahrscheinlich nie sein. Also auch die Einforderung von Hilfe passiert nicht und Ärzte, die das nicht jeden Tag sehen, die reagieren auch nicht unbedingt so drastisch darauf und dann kann in Anführungsstrichen das Unheil seinen Lauf nehmen. Da gibt es aber spezialisierte Einrichtungen, die lassen sich zertifizieren, kann man im Internet nachgucken. Da gibt es eine Fachgesellschaft dazu, AG Fuß heißt die. Wo man das gucken kann. Wo man das nachgucken kann. Eins vielleicht noch, Herr Landgraf. Oftmals hört man ja, Mensch, da wird bestimmt noch ein neues Medikament entwickelt. Das ist kurz vor der Einführung, da kann ich doch noch warten, dann hilft es mir, das wird schon nicht so schlimm werden. Ist das eine Einstellung, die tragfähig ist? Also die ist völlig falsch, weil wir haben im Moment eine Fülle von Medikamenten, wo wir eigentlich diese heterogene Krankheit, Diabetes, diese Fülle von verschiedenen Spielformen dieser Krankheit wunderbar behandeln können. Also jetzt noch Sinn, auf die Wunderdroge zu warten und zu sagen, ich warte bis dann und dann fange ich mal an, das wäre also ein Kardinalfehler sowohl vom Betroffenen als auch von dem betreuenden Team.
Das sollte man ganz schnell vergessen. Es gibt wunderbare Medikamente und das Allerwichtigste ist Schulung, Training für diese Krankheit. Das ist so, wie wenn Sie einem Analphabeten ein Buch schenken und nach einer Woche fragen, was hast du drin gelesen? Er konnte nichts lesen. Also der Diabetiker braucht sehr viel Erfahrung mit seiner eigenen Krankheit durch Schulung und Training. Jetzt haben wir schon gesehen, dass Matthias Steiner zwei große Herausforderungen des Lebens mit Bravour gemeistert hat. Den Kampf gegen die eigene Krankheit Diabetes und natürlich den Olympiasieg. Und da stellt sich die Frage, was kann man von so viel Selbstmotivation eigentlich fürs eigene Leben lernen oder für den eigenen Job? Und das ist unser Thema in der Rubrik Die Zwei. Zwei Minuten mit dem Olympiasieger Matthias Steiner über Tricks, wie man auf jeden Fall sein Ziel erreicht im Leben und im Beruf. Steiner, wir stellen uns vor, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Voll drauf fokussieren oder mich bewusst ablenken? Das ist typabhängig, aber wenn ich weiß, ich bin gut vorbereitet, dann kann ich auch ganz locker an die Sache gehen. Alles ist dann super gelaufen, danach entspannen oder noch eine Schippe drauf? Hängt wieder davon ab, was ich vorhabe. Habe ich größere Ziele, muss ich wieder drauflegen. Gleich noch idealerweise den Schwung mitnehmen. Den Schwung mitnehmen, auch die Erfahrung mitnehmen. Es gibt sicher auch Feedback aus der Situation. Ich glaube oder habe das Gefühl, dass ein Ziel nicht zu erreichen ist. Neues Ziel wählen oder es trotzdem versuchen? Meine Priorität war immer, ein realistisches Ziel auswählen. Es muss immer... Das Problem beginnt schon früher. Man darf immer einen Traum haben im Leben. Mhm. Der Traum sollte aber möglichst bei mir, in mir drin bleiben. Wenn ich etwas öffentlich mache, dann sollte es nach Möglichkeit erreichbar sein. Mhm. Und dann kommt man gar nicht in die Situation. Dann kommt man nicht in die Situation. Mein Traum kann man immer träumen. Ich kann auch träumen, in den Mond zu fliegen. Aber ich muss es niemandem sagen. Ich habe eine Niederlage hinnehmen müssen. Wie werde ich wieder stark? Klassischer Spruch, Mund abputzen, aufstehen, weitermachen. Das ist das Einfachste, was es gibt. Also, jede Niederlage ist auch eine Erfahrung. Daraus wieder was schöpfen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen? Ich erkenne, dass meine Gegner besser sind als ich. Und nun? Nun habe ich Pech gehabt. Nein, wenn die Gegner in der Situation besser sind, dann ist der Zug abgefahren, ganz klar. Ich versuche beim übernächsten Mal wieder. Mein Chef bevorzugt einen Kollegen. Sich dranhängen an dessen Erfolg oder stolpern lassen? Weder noch, sondern versuchen mit eigenen kreativen Ideen vielleicht den Gegner noch zu übertrumpfen. Es muss ja auch für die jeweilige Firma auch was rauskommen dabei. Welche drei Faktoren ganz schnell sind wichtig für Erfolg? Selbstbewusstsein, genügend trainiert haben und Spaß, vor allem Spaß dabei haben. Auf den Spaß kommt es ganz besonders an. Vielen Dank, ja. Bis dahin. Wir sind zurück in unserer Diskussionsrunde über Diabetes und die Folgen und wollen jetzt einen Blick eher auf uns alle werfen. Es ist ja in die Diskussion gekommen, Herr Landgraf, möglicherweise eine Steuer zu erheben auf Süßigkeiten, auf Dinge, die viele Kalorien haben. Das Beispiel der Zigaretten und des Rauchens ist da sozusagen das leuchtende Vorbild. Sind Sie dafür oder dagegen? Dafür und dagegen. Das geht nicht. Das geht ganz schwierig. Das klingt wie große Koalition. Ja, das klingt so, dass man Lebensstiländerung natürlich ist ein freiwilliger Prozess, aber wir leben in einem Solidarsystem. Und in diesem Solidarsystem, im Gesundheitssystem, brauchen wir auch gewisse Zwänge, dass jemand, der an seiner Lebensweise das Solidarsystem auf Dauer belastet, dass er auch in dieser Lebensweise sich bemühen muss, etwas zu ändern. Wenn ihm das nicht gelingt, genetisch bedingt, aus anderen Gründen, aus Verhältnisgründen, dann muss man ihm helfen dabei. Aber alles laufen zu lassen, bis alles im Brunnen gefallen ist und dann die ganze Maschine anlaufen zu lassen, finde ich nicht in Ordnung. Und da gehören auch bestimmte Zwänge dazu, wie zum Beispiel das Rauchverbot war ein wunderbares Beispiel. Okay, aber das würde ja bedeuten, Matthias Steiner, dass man jetzt irgendwann sagt, bestimmte Süßigkeiten vielleicht sind nicht verboten, aber werden wahnsinnig teuer, gibt es übrigens in anderen Ländern, weil sie die Gesundheit beschädigen und damit am Ende, so wäre ja die Logik, die Kasse aller belasten. Gehen Sie da mit bei so einer politischen Forderung? Ja, es darf nicht nur um ein paar Cent teurer werden, das ist Geldmacherei. Also wenn schon, denn schon. Gewisse Lebensmittel müssten einfach Luxusgüter werden, nämlich die süchtig machen. Und andere Lebensmittel müssten auch wieder leichter zugänglich werden. Gerade Obst, Gemüse und so weiter muss auch wenn es schon etwas angeschlagen ist, muss deutlich günstiger werden, damit ich es auch kaufe dann. Mhm. Damit die Kaufentscheidung leichter fällt. Das ist das eine, das Finanzielle, damit sich auch wirklich jeder auch Obst und Gemüse leisten kann. Das andere ist aber auch den Leuten Ernährung klar zu machen.
verständlich zu machen, was bewirkt welches Lebensmittel, damit ich auch als normaler Konsument die Alternative habe. Und ich sage, ich esse gern das, aber das wäre gesünder und schmeckt mir genauso gut. Na gut, jetzt spiele ich mal die Regierung. Man könnte ja sagen, man macht wirklich höhere Preise durch Steuern und das dadurch eingenommene Geld setzt man in Aufklärung und Information. Dann hätte man Sie als Wähler, ja? Ich würde sofort wählen, ja. Welche Partei sind Sie? Die müsste ich noch machen. Okay. Aber ich denke mal drüber nach. Bisher keine natürlich. Eine Sache habe ich noch, die, glaube ich, ganz wichtig ist, Dr. Ohlener. Wenn man jetzt guckt, angenommen, wir ändern nichts. Die Zahlen sind ja gefallen. Also 60.000, ich sag's mal flapsig, Füße ab, 10 Millionen Erkrankte. Wo laufen wir hin, wenn wir jetzt nicht aktiv werden? Okay, also das zeichnet sich ja ab, dass die Menschen werden älter, es wird immer mehr Diabetes geben. Wir werden zwar besser da drin, diese Komplikationen dann zu behandeln, aber wir schieben einen riesigen Krankheitsberg vor uns her und das ist nicht gut. Und wir müssen versuchen, schon bei der Jugend ansetzend, die Kinder schon fitter zu machen, was das Wissen über Ernährung betrifft und sich ihnen liebevoll ernähren. Aber dann sprechen wir es doch mal aus, Herr Landgraf. Wenn wir jetzt wirklich nicht in Bewegung kommen, wir neigen ja manchmal dazu, in einer gewissen Trägheit nicht in Bewegung zu kommen in diesem Land. Was passiert dann? Was passiert? Was kostet es? Was kollabiert? Also was es kostet, wissen wir ziemlich genau. Im Jahre 2009 hat uns die Betreuung, die direkten Kosten der Diabetesbetreuung 48 Milliarden gekostet im Jahr. Und für 1,4% der Gesamtausgaben fürs Gesundheitssystem wurden 2012 für Prävention ausgegeben. Und das schiebt schon wieder, wir haben kein Gesundheitssystem, sondern wir haben ein Reparatursystem, ein Krankheitssystem. Und wir müssen endlich dazu übergehen, die Prävention ganz oben anzusetzen, bei Jugendlichen, aber auch bei jungen Erwachsenen und die Früherkennung. Und wenn wir das nicht schaffen, dann fährt die Karre an die Wand. Heißt, dass wir ein Gesundheitssystem haben, dass wir sagen, ab 65 Jahren wird nicht mehr dialysiert. Der Myokardinfarkt beim 80-Jährigen, der wird eben auch nicht mehr behandelt. Und dann fangen wir an den Altersstufen herab und an der Sterblichkeit dieser Menschen und der Lebenserwartung zu sagen, hier spielen wir den lieben Gott und ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr behandelt. Herr Stein, wenn das so käme, wer hätte dann die Verantwortung dafür? Wir alle. Das ist aber immer genau die Schwierigkeit, sozusagen in die Puschen zu kommen. Wer hat die Verantwortung dafür? Diabetes hat ein Problem. Es erregt kein Mitleid, weil man sieht erstmal nicht, dass jemand krank ist. Und da dauert es sehr lange. Ich bin ja auch schon dabei, mit vielen Institutionen zu sprechen. Es geht sogar bis zur Bundesregierung. Aber da dann wirklich ein offenes Gehör zu finden. Und man bewegt muss sich da was? Haben Sie das Gefühl? Schwer, weil man braucht wirklich einen ganz klaren Plan. Aber den spielt dann erstmal keiner mit, weil es geht auch immer wieder um Wahlen. Das ist immer das gleiche Thema. Also wenn es so weitergeht wie jetzt, bin ich überzeugt, in 30 Jahren ist das Gesundheitssystem überbelastet und kaputt. Das heißt, man kann nicht mehr versorgt werden. Das Geld reicht dann davon nicht mehr aus, weil das ist ein schleichender Prozess, das macht sich kaputt. Vielen Dank bis dahin. Das ist ein etwas düsterer Schluss dieser Gesprächsrunde, aber vielleicht muss das mal sein, damit die Aufmerksamkeit groß genug ist für das Problem Diabetes und die Folgen. Danke fürs Zuschauen, danke für Ihr Interesse an Deutschland akut, der Welttalk. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da bei N24, mittwochs um 19:05 Uhr.